Assassinen stehen hier vor der Tür. Und los geht's. Entdeckung. Prinz Ahmed hat gedroht, Sophia etwas anzutun. Finden und beschützen Sie sie. Okay, ich hoffe, sie ist noch am Leben. Volle Synchronisation gibt es bei, wenn angegriffen, 5 Wachen im Nahkampf eliminieren. Wenn angegriffen, 5 Wachen im Nahkampf, ohne getroffen zu werden? Das ist auch krass, oder? Wenn angegriffen, also wenn ich nicht angegriffen werde, dann ist das auch okay, oder? 5 Wachen im Nahkampf eliminieren, ohne getroffen zu werden. Also ich finde diese volle Synchronisationsbeschreibung, finde ich hier in Revelation am allerschlimmsten. Das ist ja Wahnsinn hier. 5 Wachen müssen wir auf jeden Fall kalt machen, ohne getroffen zu werden. Wir lassen uns einfach angreifen. Im Nahkampf. Ganz wichtig. Sophia finden. Ausrufezeichen. Wo ist sie? Hier ist alles eingestürzt. Man sieht es. Kamin lodert aber noch. Das finde ich immer sehr beeindruckend. Dass diese Dinger immer noch dann funktionieren. Hier sind ein paar Wachen tot. Kann man die plündern? Ja. Haben die vielleicht Hinweise? Aufenthaltsort. Ja, die haben wieder ein paar schöne Gegenständchen. Wir werden uns mal heilen lassen, oder? Nicht? Ich kann ja gar nicht mehr die Heilen-Taste drücken. Okay. Warum auch immer. Ich darf nicht geheilt werden. Das sieht doch aus wie Yusuf. Die Leiche untersuchen? Ist das jetzt der Ernst? Oh mein Gott! Durch die Ruhe verdient, Bruder. Requiescat in pace. Brüder! Schwestern! Die ganze Stadt lehnt sich gegen uns auf, während Yusufs Mörder vom Arsenal aus zuschaut und lacht. Kämpft mit mir! Und zeigt ihm, was passiert, wenn man die Wege der Assassinen kreuzt. War ja klar wieder, dass eine Person, die uns nahesteht, wieder sterben musste. Ahmed finden und eliminieren, L1 drücken, um Assassin-Signal einzusetzen. Ja, das erklären jetzt nochmal. Aber komisch, dass wir jetzt alle 3 Signale haben, obwohl ich die natürlich weggeschickt habe. Aber vielleicht ist das missionsbedingt. Wir müssen hier rein. Und wir wissen ja, was die 100% gesagt hat. Wenn angegriffen, dann sollen wir hier hintereinander weg die kalt machen. Ich lese noch mal kurz durch. Das war ja so ein bisschen hakelig, ne? Wenn angegriffen, 5 Wachen im Nahkampf eliminieren, ohne getroffen zu werden. Was? Jetzt die große Preisfrage. Ist das jetzt hintereinander weg oder einfach nur so? Weil, wenn ich die einzeln kalt mache, dann ist das natürlich wahrscheinlich ganz easy. So, schauen wir mal, ob wir nicht angegriffen werden. Wo trägt man solche Mäntel? Isfahan? Also ich habe jetzt mindestens 5 Wachen kalt gemacht. Ja. Das war's auch schon. Die 100% haben wir jetzt. Sehr schön. Das ging jetzt gut. Ja, dann gehen wir mal weiter. Das ist ja hier ein richtiges Schlachtfest. Ich brauche hier gar nicht meine Assassinen holen. Die hier schon da sind, die reichen eigentlich auch schon aus. Das ist ja so ein richtiger Automodus oder der Rache-Modus. Die haben Yusuf getötet, die Schweine. Ah. Kommt jetzt her, ich will mit euch kämpfen. So, stirb an deinem eigenen Schwert, mein Freund. So, das war ein bisschen dramatisch, ich weiß. Aber ihr habt es dramatisch gemacht, meine Freunde. Und deswegen gibt es auch dramatisch in der Bauchgegend und im Kopf. Oh, oh.
Du kannst ja kämpfen. Moment, ich muss meine Waffe fallen lassen. Wir wollen also kämpfen. Ich kann auch kämpfen. Macht es gern mit euren Waffen. Damit ihr die eigene Medizin mal schmeckt. Oh. No problem. Weiter geht's. Also wir haben ja so ein wunderschönes Zeichen auf der Minimap. Da müssen wir eigentlich auch hin. Habe ich den nicht schon mal gesehen? Nein, ihr habt mich noch nie gesehen. Unmöglich. Ich bin ganz neu hier in Konstantinopel. Ich schieße gern mit Waffen. Vor allem, wenn es die Gildenherausforderung so besagt. Glaubst du entkommst uns? Da, hack ihn! Kratschibum! Wer will noch mal ein Gewisch kriegen mit meinem Speer des Verdammnis? Guckt euch den Speer der Verdammnis an. Ja. Das tut weh um die Kehle rum, das weiß ich. So, was haben wir denn hier? Deine Zeit ist gekommen, Assassine. Du warst lange genug ein Dornen. Jetzt stirbst du gleich, mein Freund. Wo ist sie? Diese Wut. Wo ist sie? Falls ihr denkt, ihr könntet verhandeln, dann tötet mich und zwar schnell. Schade, dass es so weit kommen musste. Zwei Männer, die Freunde sein sollten, streiten um die Schlüssel zu einer Bibliothek. Wir haben beide dasselbe Ziel, Ezio. Nur andere Methoden. Erkennt ihr das nicht? Frieden, Stabilität und eine Welt, in der die Menschen ohne Furcht leben. Menschen suchen Wahrheit, ja. Doch auch wenn sie haben, erkennen sie sie nicht. Wie bekämpfen wir derlei Ignoranz? Freiheit mag chaotisch sein, Ahmed. Aber sie ist unbezahlbar. Natürlich. Und wenn alles zerbricht und das Licht der Zivilisation verblasst wird, Ezio Auditore sich aus dem Dunkel erheben und stolz verkünden, ich blieb meinem Credo treu. Ich öffne diese Bibliothek und finde den großen Tempel. Und mit der dort versteckten Macht werde ich den Aberglauben zerschmettern, der die Menschen trennt. Nicht in diesem Leben, Ahmed. Bringt die Siegel zum Galataturm, wenn ihr soweit seid. Tut dies und Sophia wird verschont. Die Armee meines Bruders wird bald hier sein, Ezio. Und danach ändert sich alles. Wie lange seid ihr schon hier? Lange genug. Ich ließ Ahmed seit seiner Rückkehr verfolgen. Doch ich rechnete nicht mit so etwas. Und was denkt ihr jetzt? Er ist ein ehrlicher Mann. Doch seine Templerfantasien sind sehr gefährlich. Sie halten der Wirklichkeit nicht stand. Die Welt ist ein Flickenteppich aus vielen Farben und Mustern. Ein gerechter Führer sollte das feiern und nicht dagegen vorgehen. Er fürchtet die Unordnung, die aus Unterschieden entsteht. Deshalb schaffen wir Gesetze für alle. Einen Kanon, der für alle gleichbindend ist. Cesatem, zurück! Halt, Soldat! Dieser Mann ist nicht unser Feind. Es wäre eine Herausforderung, einen Sohn wie euch zu haben. Ihr seid noch nicht tot, alter Freund. Ezio, verschont meinen Onkel, wenn ihr könnt. Würde euer Vater... Nein. Wir haben Geld bekommen, das heißt, die Mission ist zu Ende. Oder Erinnerung. Entdeckung, Synchronisation, werden angegriffen. Ich wurde angegriffen. 5 Wachen im Nahkampf eliminieren. Ja, aufpassen. Einfach das, was man schon von Anfang an lernt. Wahrscheinlich schon in Brotherhood lernt. Versuchen immer weiter zu töten und zu töten und zu töten. Wir haben auch ein paar Gildenherausforderungen gleichzeitig geschafft. Glaube ich. Also mindestens eine. Und das ist doch schon ganz nett. Hat sich also gelohnt.